herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Auch möchte ich alle neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal herzlich begrüßen und es freut mich, dass mein Kanal langsam aber stetig am Wachsen ist. Um was geht's heute? Ich habe eine Nachricht erhalten, ob ich eine Idee habe fürs Kinderzimmer. Und so habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und was daraus geworden ist, das zeige ich dir jetzt. Und zum Schluss sehen wir uns nochmals und da werde ich noch ein paar Fragen beantworten. Ich wünsche dir viel Spaß!
Ich hoffe, wie immer, es war eine Inspiration für dich. Für mich war es auch eine neue Erfahrung. Ich habe noch nie was fürs Kinderzimmer angefertigt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man entdeckt doch immer wieder das kleine Kind in sich selber. Und mein Gedanke war, warum ich Wolken gemacht habe, die das Mädchen oder der Bub wegpusten, ist, wenn man kleine Sorgen hat, ich würde jetzt mal sagen, bei Kleinkindern sind es oft kleine Sorgen, dann kann man dem Kind sagen, schau, wenn Wolken am Himmel sind, dann musst du nur fest pusten und dann kommt die Sonne wieder zum Vorschein. So, das war so mein Hintergedanke. Wenn man Sorgen hat, irgendwann kommt auch wieder die Sonne. Ja, das ist das Leben, es geht mal auf, mal runter. Ansonsten wäre es ein bisschen langweilig, nehme ich mal an. Das war so der Gedanke dazu. Dann habe ich noch zwei Fragen, die ich beantworten möchte. Jemand hat mich gefragt, warum ich meine Gegenstände in Schwarz grundiere, gerade bei den Pilzen oder jetzt hier, habe ich dunkelbraun verwendet. Das hat einen ganz einfachen Grund, wenn du die Sachen dunkel grundierst, bekommst du mehr Tiefe. Die Farben verändern sich, je mehr Schichten du machst, umso interessanter wird es. Und die schimmern dann immer so ein bisschen durch. Wenn du jetzt die Farben zum Strahlen bringen möchtest, dann verwendest du als Grundierung Orange oder Rot. Und dann verändern sich auch wieder die Farben. So, das war das. Dann hat mich noch jemand gefragt, wie ich die Köpfe auf dem Sockel befestige. Das mache ich, wenn ich am Arbeiten bin, mit Heißkleber. Ich entferne die danach wieder vom Sockel, den Kopf, und montiere sie dann mit Holzkleber oder Montagekleber, weil Heißkleber hält nicht. Zum Arbeiten geht das, aber ansonsten ist Heißkleber keine gute Idee, grundsätzlich finde ich. Das waren die Fragen. Und mein Buch ist im Druck. Ich weiß, ich kann euch nicht sagen, wie lange das noch geht. Es ist ein kleines Familienunternehmen hier in der Region. Mir war es wichtig, jemand hier in der Nähe zu unterstützen. Aber es geht halt ein bisschen länger. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn meine Bücher wieder zur Verfügung stehen. Und ich habe ja einen Wochenkurs noch für dieses Jahr geplant. Der ist fast ausgebucht. Es hat noch einen Platz im Juni. Grund dessen habe ich dann einen zweiten Wochenkurs ins Programm aufgenommen. Der ist aber schon im April. Also da gibt es noch die Möglichkeit, eine Woche hier im Atelier zu verbringen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich. Und das ist jetzt, glaube ich, alles. Ah, genau. Die Sachen, also der Bub und die Prinzessin, die könnt ihr in meinem Shop käuflich erwerben. Die muss ich noch fertig machen, da fehlt mir noch die Sonne. Aber der Bub werde ich jetzt in den Shop reintun und den könnt ihr dann erwerben. Und wenn ich schon beim Shop bin, ich habe schon einige Sachen verkauft. Ich danke euch sehr herzlich dafür. Es gingen sehr schnell einige Sachen weg. Das freut mich, weil die Sachen, die ich für YouTube mache, die nehme ich nicht an die Ausstellungen mit, außer das wäre eine Skulptur. Aber ansonsten nicht. Und da freut es mich natürlich, wenn diese Sachen ein neues Zuhause finden. So, okay, das war's. Ja, wenn ich die Kamera ausgeschaltet habe, kommt mir der Rest in den Sinn. Aber ich wünsche euch eine kreative Zeit. Umarmt eure Liebsten. Lasst euch nicht verrückt machen. Genießt noch ein bisschen den Winter. Alle reden schon von Frühling. Ich genieße jetzt noch den Winter.
In 2,5 Monate circa ist Frühling oder Frühlingsbeginn. Das ist früh genug. Die Zeit läuft eh zu schnell. Drum bleibe ich jetzt noch im Winter. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss zusammen, habt's gut. Haltet eure Stief. Bleibe kreativ. Tschüss.